Es wurde aber auch Zeit. Endlich wieder draußen an der frischen Luft. 6 Pelikan-Damen und 8 Herren. Es kann losgehen mit der Vorbereitung zur Balz. Man kann schon die ersten Merkmale erkennen. Sie bilden schon langsam ihren Stirnhöcker aus und die Schopffedern, die bis zu 14 cm lang werden können, die haben sie auch schon angefangen auszubilden. Von daher sind auch die schon quasi in der Vorstimmung. Neugierige Blicke kommen von nebenan. Da wohnen die Kamele, darunter Neuzugang Elke. Elke ist ein Jahr alt und soll das Höcker-Team später bei der Zucht unterstützen. Elke ist jetzt ja erst seit 2 Wochen bei uns und dafür hat die sich schon wirklich super eingelebt. Also die hat ein ganz gutes Selbstbewusstsein und dementsprechend versucht sie auch wirklich in die Gruppe reinzukommen und frisst mit den anderen schon zusammen. Und also die ist hier schon ganz gut angekommen. Noch etwas untergewichtig sind die beiden Kamtschatka-Bären Mascha und Leonid. Kein Wunder, nach 5 Monaten Winterschlaf kommen sie noch nicht auf die halbe Tonne und besonders morgens hängt die Schlappheit noch im Fell. Das geht dann immer ein bisschen langsam voran. Leo ist dann meistens immer schon recht schnell wach, während Mascha dann immer noch ein bisschen braucht. Also ab und zu ist es jetzt auch immer noch so, dass sie morgens noch nicht raus möchte, dann doch lieber noch ein bisschen schlafen bleibt und dann halt ein bisschen später dann halt rausgeht. Das ist aber dann halt auch völlig okay. Leonid steigert die Fitness durch Äpfelfangen. Ein besonderes Highlight für die Besucher des Tierparks. Morgen ist der offizielle Saisonauftakt, vielleicht sogar mit etwas Sonne. Heute war sie nur kurz zu sehen bei den Flamingos. Auch da laufen die Vorbereitungen für die Balz. Schnell nochmal die Federn gesäubert. Der Frühling kann kommen im Tierpark Hagenbeck.